danke dir, weil du wunderbar bist. Ich freue mich, dass wir wieder in das Wort schauen dürfen. Und wir wollen eine bekannte Bibelstelle nehmen heute. Und zwar das ist Epheserbrief, Kapitel 1. In Epheserbrief, Kapitel 1, hat Gott uns ein paar Dinge offenbart. Und ich bitte so sehr, dass Gott in seiner Gnade uns in die Wahrheit führt, wie noch nie zuvor. Epheser finden wir im Neuen Testament, Kapitel 1. Der Brief Epheser, dieser Brief wurde von Paulus geschrieben, Apostel Paulus. Und ich sage dir, wie wird unser Glauben sein, wenn wir Apostel Paulus nicht hätten? Gott hat dieser Bruder, ich sage dir, mächtig benutzt. Du kannst nicht über das volle Evangelium reden, ohne von Apostel Paulus zu zitieren. Dieser Bruder hat die Offenbarung vom Himmel bekommen und die Verständnis der Schriften bekommen, dass sie aus dem Alten Testament Leben rausholte für uns. Alles, worüber Paulus gepredigt hat, kommen aus dem Alten Testament. Darum ist es verkehrt, wenn einige von uns Christen sagen, das Alte Testament nicht mehr wichtig ist. Nee, der Alte Testament ist immer noch wichtig. So, ich fange von Kapitel 1, Epheserbrief, Vers 1 an. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes, an die Heiligen und Gläubige in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Ich will, dass wir etwas über Paulus erkennen. Und wenn wir seine Briefe lesen, werden wir das öfter auch sehen. Für Paulus ist es wichtig, in den Willen Gottes zu bleiben. Und das ist das größte Bild. Gott, als er uns geschaffen hat, wir werden nachher sehen, sein Ziel ist es, in seinem Willen zu leben. Was auch immer wir außerhalb seines Willens tun, das gibt ihm keine Ehre und er wird das nicht unterstützen. So, Paulus lässt uns wissen, das Geheimnis meines Erfolges, ein großes Apostel zu sein, ein Mensch zu sein, den Gott gebraucht hat, Generationen zu Generationen zu verändern. Das Geheimnis meines Erfolges in dem Ding, was ich getan habe, ist es. Nicht, weil ich toll bin oder nicht, weil ich sehr gut, so wunderbar reden kann, nicht, weil ich so viel Geld verdiene oder besitze, sondern weil ich im Willen Gottes bleibe. Und das gilt für mich und für dich. Im Willen Gottes zu leben ist nicht nur für Prediger oder Pastoren oder Evangelisten oder Apostel. Im Willen Gottes zu leben ist für jeden Mensch. Bist du eine Ehefrau? Bist du ein Ehemann? Bist du Student? Bist du Angestellter oder Arbeitgeber? Was auch immer du tust, was auch immer, womit du dich beschäftigst im Leben, es gibt einen Plan für uns. Und das ist das Geheimnis Paulus. So, bevor Paulus anfängt, uns die Offenbarungen weiterzugeben, er lässt uns wissen, Nummer eins, was mich dazu gemacht hat, was ich bin, es ist es, weil ich mich hineingepflanzt habe im Willen Gottes. Und das ist mein Gebet. Und das ist der Weg, das ist die Richtung, in der Gott uns führt als eine Gemeinde. Und ich glaube auch für die ganze Gemeinde in der ganzen Welt. Und Vers 2 sagt Paulus noch etwas. Gnade sei mit euch und Frieden vom Gott, unseres Vaters und dem Herrn Jesus Christus. So, Paulus hat zwei Dinge gewünscht. Gnade und Frieden. Gnade und Frieden. Gnade. Oh mein Gott. Ich gebe es 3. Weil eines Tages, wenn wir über Gebet reden, über die Kraft, über die Knöpfe, die man drücken soll, um
ein Gebetsleben führen zu können, wenn wir uns damit beschäftigen. Dann werden wir uns nochmal mit dem Thema Gnade beschäftigen und dann werden wir zu Hebräerbrief Kapitel 4 gehen, um nochmal zu verstehen, welche Rolle spielt die Gnade im Gebetsleben eines Menschen. Was drücke ich aus, wenn ich ein Leben führe, das kein Gebet besitzt? Aber damit beschäftigen wir uns heute nicht. So, lass uns zu Vers 3 gehen. Paulus sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Halleluja. Kannst du dir mal sagen, ich bin gesegnet? Die Bibel hat nicht gesagt, dass er uns segnen wird. Er sagt, wir sind gesegnet. Gepriesen sei der Gott unseres Herrn Jesus Christus. Dieser Gott ist auch unser Vater. Das ist wichtig. Gepriesen sei der Gott. Weißt du, wenn wir von Gott reden, Gott ist nur ein Titel. Alles kann für dich Gott sein. Für manche Leute, Fußballer sind ihr Gott. Für manche Leute, ihre Beziehung oder Ehepartner sind ihr Gott. Für manche Leute, Geld ist Gott. So, Gott ist alles, was du zum Gott genannt hast. Kennst du noch die Geschichte vom Volk Israel? Als sie aus Ägypten rausgeholt worden sind, durch Gottes Hand über Mose. Und Mose ist auf den Berg Sinai gegangen, um Gott zu begegnen. Und Mose ist da 40 Tage lang geblieben. Und plötzlich haben die Kinder zum Aaron gesagt, mach uns Götzen. Und Aaron hat aus Gold und Silber, ich denke aus Gold, hat ein Gebilde, ein Statur gebaut und hat das als Götzen gemacht. Und das Volk Israel sagt, dies ist euer Götter, die euch aus Ägypten ausgeführt. So, du kannst alles dein Gott nennen. Aber Paulus hat nicht da gestoppt. Und das ist für uns wichtig. Ist Jehova nur unser Gott oder unser Vater? Weißt du, was Vater bedeutet? Der Erzeuger. Ohne Vater, auf den natürlichen Weg, wie wir in die Welt gekommen sind, spielt der Vater eine sehr, sehr wichtige Rolle. Es ist der uns in die Welt geschickt hat. So, Gott ist nicht nur Gott, Jehova ist nicht nur Gott, der dieses Titel besitzt, der Allmächtige sein soll, aber Jehova ist auch der Vater, der sich entschieden hat, uns in diese Welt zu schicken. Darum haben Väter große Verantwortung für ihre Kinder. Glaub mir. Darum finde ich es schade, dass wir zerstörte Familien heute haben, wo leider die Frau mit mehreren Kindern, zwei Kinder, ein Kind lebt, aber Vater ist abgehauen. Und das ist, was die Gesellschaft tut jetzt. Und Satan greift an. Und durch dieses Bild, das wir heutzutage sehen in der Gesellschaft, verstehen wir nicht mehr, wie die Rolle eines Vaters ist. Aber Paulus sagt, gepriesen sei Gott, unseres Vaters. Halleluja. Unseres Vaters. Und Vater unseres Herrn Jesus Christus. So, nicht nur ist er nur unser Vater, er ist der Vater unseres Herrn. Das zeigt irgendwas, welche Rolle Jesus besitzt im Plan Gottes. Das zeigt uns, Gott ist nicht nur Gott, er ist nicht nur Vater, er ist der Vater unseres Herrn. Das wird uns helfen, vielleicht werden wir das noch berühren heute. So, wo gehen wir hin? Und er sagt, er hat uns gesegnet mit allen himmlischen Segen. Er hat uns. Es ist geschehen worden mit allen himmlischen Segnen. Wir sind gesegnet worden. Verstehst du mich? Es ist schon festgelegt. Es ist geschehen. Wir sind. Sobald du Jesus als Herr und Erlöser hast, und dieser Gott, dem du suchst, er ist der Vater Jesus. Du erkennst ihn als der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und du betrachtest Jesus als dein großer Bruder, der Erstgeborene aus den Toten. Die Bibel sagt, dir
steht ein Segen zu. Dir steht ein Segen zu. Dir steht ein Segen zu. Dieser Segen aber, und das ist, was wir merken müssen, es ist in den himmlischen Regionen. Nun, Vers 4, das, ich wollte zu Vers 4 herkommen. Alles, was ich hier gesagt habe, ist uns dazu zu vorbereiten, vor Vers 4. Wie er uns in ihm, in Christus, auserwählt hat vor der Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Die Bibel lässt uns wissen, dass Gott uns in Christus auserwählt hat, bevor die Grundlegung der Welt. Bevor die Welt gegründet wird. You hear me? Bevor es Sand gibt. Bevor es Stein gibt. Die Bibel sagt, dass Gott mich und dich auserwählt hat. In Christus. Er hat uns auserwählt. Das heißt, wenn wir diese Wahrheit haben, und diese Auserwählung hat ein Ziel, vor ihm heilig zu sein und tadellos zu sein. Wenn wir das ja verstehen, es wird uns helfen. Vielleicht Vers 5 konnte uns noch helfen. Vers 5 sagt, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. So, er hat uns auserwählt, bevor die Welt begonnen ist, und hat uns vorher bestimmt zur Sohnschaft, um in seinem Willen zu leben. Nun, eines muss ich ja klar haben. Wenn du, egal wo du geboren bist, es ist kein Fehler, dass ich in Nigeria geboren bin, weißt du, ich komme aus Nigeria. Und wenn du heute auf der Straße in Nigeria gehst, sagt man Lagos, und du fragst, gibt es jemanden hier, der sich wünschen würde, dass er nicht in Nigeria geboren wurde, sondern in Amerika? Ich sage, 60% werden sagen, ja. Bei manchen Leuten, wenn du gehst und fragst, würdest du dir wünschen, nicht zu dieser Familie geboren zu sein? Viele werden sagen, ja. Aber ich will heute etwas sagen. Wenn wir diese Meinung vertreten, dann sagen wir, dass Gott große Fehler gemacht hat. Aber ich will heute sagen, Gott hat keine Fehler gemacht. Gott hat dich absichtlich in deiner Familie geboren lassen. Gott, warum? Weil das ist der beste Ort, wodurch er dich rausbringen kann. Gott hat dich absichtlich, Gott hat in seinem Plan es für richtig gehalten, diesen Mann und diese Frau, deine Mama und Papa zu machen. Es ist schwierig, das zu glauben, und das ist unser Problem. Gottes Pläne müssen nicht anpassen zu seinem Gehirn, sondern Gottes Pläne ist nur etwas, was man geistlich betrachten kann. Wir sind vorher bestimmt worden. Das heißt, bevor es Deutschland gibt, hat Gott sich entschieden, in Christus, hat sich entschieden, ich werde das später sagen, was das bedeutet, in Christus uns da in der Familie geboren zu lassen, wo wir geboren sind. Er hat mir diese Nase gegeben. Das ist die perfekte Nase, die zu mir passt für seinen Wille in meinem Leben. Glaub mir. Er gab mir alles, was Gott mir gegeben hat, was ich selber nicht entschieden hat. Das muss ich ausdrücken. Man muss etwas verstehen. Gott hat damit einen Plan. So, solange wir noch nicht gelernt haben, weil ich denke, Vers 6 sagt etwas. Vers 6 sagt, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Es kann ja Situationen geben, die uns dazu bewegen werden, andere Familien zu wünschen. Ich war
Ich komme aus Nigeria, das wissen wir. Und ich bin 93 in Deutschland gekommen. 93 und ich war hier ein Jahr lang. Und Deutschland ist ein anderes Land im Vergleich zu Nigeria. Und ich kam zurück nach Nigeria und eines Tages laufe ich auf der Straße und da gab es immer Polizei-Checkpoints. Was ist Checkpoint auf Deutsch? Ist das ein Checkpoint? Es ist Statue für Polizei der Armee. So diesmal stand Armee, nicht Polizei, Armee, eine bestimmte Ecke der Straße, um einfach für Sicherheit. Und ich laufe als Student mit meiner Jeanshose, meinem Rucksack und ich bounce und da sagt der Armee, hey, komm her! Und vergesse nicht, ich bin von Deutschland gekommen. So etwas gibt es nicht in Deutschland. Deutschland ist Demokratie. Eine Armee brütet dich nicht an auf der Straße. So, ich habe vergessen, dass ich in Nigeria war. Ich war nicht mehr daran gewohnt, dass man extra Respekt für Soldaten hat. Und ich habe mir gesagt, ah, Nigeria. Weißt du, es war beleidigt. Wie kannst du mich anschreien? Ich habe nicht gemacht, jeder läuft auf der Straße. So, ich sagte, ah, Nigeria. So, ich bin zu ihm gegangen. Bevor ich weiß, was ich mache, ich war schon auf dem Boden. Er hat mir so eine Ohrfeige gegeben. Ich weiß gar nicht, ob er vom Gesicht war. Ich habe Sterne gesehen. Ich war auf dem Boden. Und er hat seine Waffe gezogen. Und er hat mich befohlen, in Gotha, in dem laufenden Wasser zu sitzen. Er hat mich befohlen, sit down there, in einem stinkenden Wasser. Und ich saß da. Und Leute sagen mir, oh, dein Mund war groß. Und ich habe geweint und ich habe an dem Tag Nigeria gehasst. Weißt du? Ich habe gesagt, ich werde niemals mehr nach Nigeria zurückkommen. So, manchmal erlebt man Dinge und du hast deine Familie. Manchmal erlebt man Dinge und du hast deine Nation. Oder manchmal erlebst du Dinge und du hast deine Gemeinde. Die Bibel sagt, es gibt eine Gnade. Es gibt eine Gnade. Es hat zum Lob seiner Herrlichkeit, seiner Gnade, mit dem er uns begnadigt hat, dem Geliebten. Es gibt eine Gnade. Mein Papa ist nicht der tollste Mensch. Ja, aber es gibt immer noch eine Gnade. Trotz des Zustands deines Vaters, du kannst immer noch in meinem Plan leben. Ich habe dich hier gepflanzt. Das ist die Sache mit Gott. Wenn Gott dich in einer Familie pflanzt, lerne mit Frieden in der Familie zu leben. Lerne zu verstehen. Ehre deinen Papa, ehre deine Mama. Es ist biblisch. Die Bibel hat nicht gesagt, du sollst nur guten Papa ehren und gute Mama ehren. Ehre Papa und Mama, damit du lange lebst auf dieser Erde. Die Bibel sagt, bete für dein Jerusalem. So, wenn du in einer Nation bist, schließe dich nicht ein mit den Leuten, die schlecht über deine Nation reden. Nein, ich sage immer, Leute, rede nicht schlecht über Deutschland. Warum? Weil du bist eingesetzt hier, für Deutschland zu beten. Es ist deine Nation. So, es gibt etwas, was wir verstehen müssen. Wenn wir diese Wahrheit nicht haben, werden wir nie Frieden haben. Werden wir nie in Gottes Wille wandeln. Nun, die Bibel sagt wieder in Vers, ich denke, ich gehe wieder zurück, in Vers 3 und Vers 4. Wir sind auserwählt, Gott heilig zu leben. Nun, das Wort heilig, ja, in Praktisches bedeutet auch Leben ohne Sünde. Aber dafür haben wir Tadellosigkeit. Das Wort heilig ursprünglich heißt ausgesondert. Ausgesondert. So, Gott hat uns geschaffen, dass wir ausgesondert für ihn leben. Wo du arbeitest, Gott weiß, dass dein Chef nicht gut ist oder Kollege oder irgendwie. Aber er hat dich da gepflanzt für sich. Das ist sein Plan für dich. Und wenn du das verstehst, wirst du aufhören, Angst zu haben. Du wirst anfangen, dich als Gottes Vertreter zu sehen. Für deine Familie auch. Du wirst anfangen, dich
als Gottes Vertreter in der Familie zu sehen. Für die Nation, du wirst anfangen, dich als Gottes Vertreter in der Nation zu betrachten. Gott hat uns auserwählt und vorher bestimmt. Das heißt, es gibt Dinge, die vorne geschehen müssen, was Gott festgelegt hat für uns vorne. Er hilft uns aber, den Weg zu gehen. Ich weiß, wo Mathematik mich verloren hat. Ich war gut in Mathematik, 1. Klasse, 2. Klasse, 3. Klasse. Ab 4. 5. Klasse kam Probleme. Und manchmal geben sie uns eine Aufgabe mit einem Ergebnis. Und wir sollen den Weg zum Ergebnis arbeiten. Verstehst du mich? Sie geben uns Antwort. Und du sollst daran zeigen, wie kommt man dazu. Da haben sie mich verloren. Da bin ich weg. Bis heute. Gott sei Dank für Taschenrechner. Halleluja. Aber Liebe, es ist auch so im Glauben. Gott hat das Ende schon. Aber die gute Sache ist, er ist nicht wie meine Lehrerin, die mich allein im Stich gelassen hat, dass ich selber den Weg finde zur Antwort. Gott will uns mitnehmen. Darum hat er den Heiligen Geist gegeben, der uns leiten soll. So, wenn wir das wissen. So, mein Weg, mein Plan ist nicht, einen Plan zu suchen. Schaffe, träume groß. Es gibt diese Motivation-Prediger heutzutage. Träume groß, jage nach deinem Traum. Nein, hör auf, groß zu träumen. Jage nach Gottes Plan für dein Leben. Verstehst du mich? Hör auf zu träumen. Du kannst Träume überall finden. Aber finde Gottes Plan für dich und frage Gott, dir zu helfen, den Weg des Planes zu gehen. Es gibt ein festgelegtes Ziel. Darum hat Paulus gesagt, ich weiß, auf mich wartet ein Krön der Herrlichkeit. Es gibt für ihn. Und Paulus sagte, eines tue ich. Ich lasse hinter mir und ich jage nach. Ich jage nach dem Preis. Ich jage nach. So, wenn du rennst, alle Leute, die rennen, es gibt ein Ziel vor ihren Augen. Und ihr Aufgabe ist, Richtung des Zieles, Richtung des Zieles zu rennen. Und was machen sie? Sie erlauben es nicht, dass irgendwas sie ablenken. Leute schreien zwar, Leute feuern zwar, aber ihr Augen ist gezielt und sie rennen und sie geben alles. Manchmal haben sie Schmerzen, aber sie wissen, es gibt einen Bahn für mich. So ist das Leben. Es gibt einen Bahn. Wenn ich von meinem Bahn weggehe, ich werde Unfall verursachen, bekomme ich auch Strafe und ich werde nie gewinnen. So, aber solange ich auf meinem Bahn bleibe, die Gott sagt, renne weiter, so wirst du zum Ziel kommen. Und Gott hat uns diesen Bahn ausgebreitet. So, es gibt einen Plan. Und bevor du geboren bist, hat Gott einen Plan geschmiedet. Hat Gott ein Programm für mich und für dich organisiert. Und unsere Aufgabe ist nun, das zu entdecken in Gott. Nun, wenn du nicht in Christus bist, du wirst niemals in diesem Plan laufen. Es ist unmöglich. Darum steht es, dass wir in Christus auserwählt sind. Sobald du Jesus Christus aufnimmst, ist dein Plan geöffnet. Für jeden Menschen, für jeden, der in der Welt lebt, gibt es einen Plan. Aber dein Kapitel, dein Buch wird erst geöffnet, wenn du zu Jesus kommst. Ansonsten, es ist zugemacht worden. Und Leute laufen hin und her. Und Satan verführt Leute und sie wissen gar nicht, wo sie sind. Aber wenn wir nun zum Glauben kommen und wir sind in Jesus Christus gekommen und Jesus fing an, Raum zu gewinnen in unserem Leben und dann kann Gott dieses Buch öffnen und dann können wir anfangen, Schritt für Schritt zu entdecken. Ja, wir mögen nicht alles auf einmal entdecken können. Das wird nicht so passieren. Aber eines wissen wir, solange ich bei Gott bleibe, solange ich bei Jesus bleibe, er wird mir helfen. Und wenn ich nun meine Umgebung schaue und ich schaue meine Eltern und ich weiß, es gibt manche Familien,
wo extrem Missbrauch stattfindet. Ich weiß das. Aber meine Ermutigung ist, egal was du durchmachst oder wenn du in einem Land lebst, wo du generell fliehen willst, denke daran, es gibt immer eine Gnade. Ich meine nicht aber, dass niemand sein Land verlassen soll. Das habe ich nicht gesagt. Ansonsten sollte ich nicht in Deutschland sein. Aber es ist wichtig, dass du im Gottes Plan bist. Das ist das Wichtigste. Ich habe das schon mal gesagt. Mein Plan war nie, in Deutschland zu sein. Mein Plan war es, nach USA zu gehen, Politik, Wissenschaft zu studieren und zurück nach Nigeria gehen und in Politik zu machen. Und mein Ziel war es, der Präsident von Nigeria zu sein. Wenn ich das sage, Nigerianer immer lachen. Aber das war mein Plan. Und alle, die heute Präsident sind, sie sind auch Menschen. Aber Gott 98 hat mich gestoppt. Und er sagte, du wirst ja bleiben. Und ich weiß, es gibt irgendwas. Es gibt etwas, was ich in Deutschland gesehen habe. Und ich wollte kein Pastor in Deutschland sein. Und ich habe an dem Tag geheult. Aber ich glaube, es muss nicht sein. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Auch wenn ich sowas noch nicht in Deutschland gesehen habe bei den anderen Pastoren, das heißt nicht, dass Gott bei mir das nicht tun kann. Und das müssen wir lernen. Auch wenn ich mich in einem Ort befinde, wo meine Einstellung nicht passt, weißt du, jeder hat eine Einstellung. Es gibt immer noch eine Gnade. Und das ist genau, was wir in Vers 6 gesehen haben. Es gibt eine Gnade. Sorry, Vers, wo bin ich? Oh, ich habe Epheserbrief zugemacht. Das ist die Gnade. Ich will noch zwei Bibelverse lesen. Dann werden wir beten. Dann werden wir Schluss machen und danach Abendmahl. Ich öffne weiter meinen Epheserbrief. Ich will Vers 7 sehen. Wir haben Vers 6 gelesen. Vers 7 sagt, in ihm haben wir Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass man Sünde, dass man Fehler macht. Gott weiß voraus. Darum hat er gesagt, nicht nur heilig sein, sei tadellos. Und um in dieser Tadellosigkeit zu erleben, hat er sein Blut zur Verfügung gestellt, hat er eine Möglichkeit gegeben, Vergebung der Sünde zu bekommen. Und vielleicht du bist hier, du hörst mich und du weißt, ich denke, ich liege falsch. Ich habe ein Zeugnis in mir, dass ich da sein soll und nicht hier. Denn die Bibel sagt, es besteht eine Möglichkeit, eine Vergebung der Sünde zu bekommen. Das ist die gute Sache mit Gott. Dass du weggegangen bist, ist nicht das Schlimmste. Aber das Schlimmste ist, dass du weißt, dass du weggegangen bist und du bist immer noch weitergegangen. Wann auch immer es dir klar geworden ist, wann auch immer es dir einfällt, dass du falsch liegst, wenn du dich bekehrst, Gott ist fähig, mit dir wieder zu beginnen, mit dir zu gehen. Und darum ist das Blut Jesus Christus voller Kraft. Das heißt, durch dieses Blut und die Vergebung, die Gott zur Verfügung gestellt hat, es besteht für mich und für dich die Möglichkeit, einen neuen mit ihm zu beginnen, auch wenn wir jahrelang falsch gelegen sind. Und das ist Vers 7. Ich will noch Vers 8 sehen, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. So, diese Vergebung ist groß. Diese Vergebung ist stark. Und ich glaube, so wie wir uns damit heute beschäftigt haben, der Geist wird anfangen, uns was zu sagen. Der Geist wird sagen, hey, hör auf dich zu benehmen, wie du dich benimmst, als ob Gott nicht mit dir ist. Gott sagt, ich habe dich dort da gepflanzt. Erkenne es und lass mich dich gebrauchen. Suche Gottes Gnade, um im Frieden zu leben mit dir selbst in dem Ort, wo du dich befindest. Lerne, Gott zu suchen und erkenne, dass du Gott repräsentiert, da wo du bist. Ich sage es in der Familie. Fange an, Gott zu danken, dass er dir in diese Familie hineingeboren ist. Und sei stolz über den Namen deines Familiens. Ja,
Eltern oder Geschwister oder die Geschichte der Familie könnte schlecht sein. Gott weiß das, aber er hat dich trotzdem in dieser Familie hineingepflanzt. Erkenne es, freu dich über die Familie und empfange die Gnade Gottes zu leben. Gott kann keinen Zufall bei uns zulassen. Gott, wo Gott uns geboren ist, wo Gott uns gepflanzt hat, wo Gott uns hingesetzt hat, Gott hat es so gewollt. Und außerhalb diesen Orten, die Gott uns gegeben hat, ist unser Leben Nichtigkeit. So, kein Ort ist du schlecht für Gott. Kein Ort ist du schlecht für Gott. Schau mal Jesus. Jesus, der ein Ende hat, als König aller Könige, wurde in der Krippe geboren. In der Krippe. Wo Tiere, wo stinkende Orte waren. Warum? Wo Gott hat einen Plan. Das war der beste Ort. Warum? Es ist schon vorausgesprochen worden. Es war geplant. Und Gott hat es so gewollt. So wie du geboren bist, wo du geboren bist, ist im Himmel geplant worden. Lass, was Menschen getan haben, dich nicht belügen. Gott ist größer als Menschen. Gott hat es so gewollt. Und zwar, bevor es ein Land mit dem Namen Deutschland oder Nigeria oder Nicaragua oder Europa, Europa ist ein Land, Kontinent, egal wie, bevor so ein Name entstanden ist, bevor der Name deines Familiens entstanden ist, Wolfhofer oder Müller, egal, Gott hat dich voraus geplant und hat dich reingesetzt. So unser Plan ist, Gott, lass mich erkennen, wofür ich hier bin. Lass mich erkennen, wofür ich hier bin. Ich mag diese Geschichte, denn wenn wir zumachen und beten. Als ich Germanistik studiert habe und ich darf nach Deutschland kommen für mein Jahrpraktikum, und unser Plan war, nach 2 Semestern, man geht zurück nach Hause, und irgendwann, zu dieser Zeit war Politik noch nicht in meinem Kopf. Ich habe noch gedacht, ich könnte Botschafter irgendwo sein. So in Deutschland zu leben war kein Thema. Aber als ein Mensch, der gern evangelisiert, ich bin so erzogen worden, es ist normal zu evangelisieren. Ich kann mich noch gut erinnern, es war der 30. März 1993 sind wir gelandet in Jena. Und am 31. März war ich schon auf der Straße zu evangelisieren. Mit meinem kaputten Deutsch. Ich weiß gar nicht, was Leute verstanden haben. Und ich hatte diese komische Frauenjacke an, die ich gekauft habe. Ich wusste nicht, dass das eine Frauenjacke war. Oh mein Gott. So war ich. Und dann sind wir in April in diesem Jahr in Berlin. Und da sind wir rumgelaufen, haben Geschichtsort oder historische Orte betrachtet. Und da stand ich vor dem Bild von Martin Luther. Und ich habe so, man hat gesagt, das ist Martin Luther. Oh, Martin Luther. Der Deutschland, Martin Luther, oder? Ohne King, ja. Und mit der, er hat diese große Bibel so. Und ich habe ihn so geschaut. Und dann habe ich unbewusst gesagt, deshalb studiere ich Germanistik. Das war der Tag, wo es mir klar ist, du wirst in Deutschland predigen. Nun, ich habe das noch nicht total vorgenommen, weil als ich zurück nach Nigeria gegangen bin, fing ich mit Politik an, so ich habe das vergessen. Ich habe total vergessen, dass ich in Deutschland predigen werde. Ich habe nur gedacht, okay, ein Jahr, in diesem Jahr predige ich verschwinden. Aber das war der Tag, wo Gott es mir klar gemacht hat. Okay, ich habe nicht gewusst von Anfang an. Und das ist die gute Sache mit Gott. Manchmal wissen wir gar nicht, aber die Gebete, die wir sprechen. Ich bin so erzogen worden, als ich gläubig geworden bin, jeden Tag Zeit zu finden, zu beten. Regelmäßig Zeit zu finden, zu fasten. Und ich glaube, diese ganzen Gebete, die man spricht, diese Gebete im Geist, die man spricht, unbewusst habe ich angefangen, mich einzuordnen. Unbewusst. Und das ist das Beten im Geist. Das ist das Vorteil, das Beten im Geist. Wenn du im Geist betest, das kann Gott benutzen, dich zu dirigieren, dich zu formen, dich zu lenken, ohne zu wissen, und du kommst an einem Ort, den Gott für dich bereitet hat. Es ist zwar schon, wenn man weiß,
aber man hat eine Garantie. Darum ist Gebet sehr wichtig. Gebet bietet uns eine Möglichkeit an, wodurch Gott uns schützen kann und uns manipulieren kann, auf positive Weise auf den Weg zu bringen, den er für uns vorbereitet hat. So, wir werden heute beten. Bevor wir Schluss machen, wir wollen beten: Vater, ich weiß, dass es einen Plan für mich gibt. Und ich danke dir für den Ort, wo ich geboren wurde. Lass uns das lernen. Lass uns lernen, Gott zu danken für die Familie, in der wir geboren sind. Lass uns danken. Es ist kein Zufall. Egal wie schlecht unser Papa oder Mama gewesen sind, lass uns Gott danken, dass sie unsere Mama und Papa sind, weil Gott sie gebraucht hat, uns in diese Welt zu bringen. Und lass uns Gott danken und sagen: Gott, nun, indem ich dir danke, es gibt einen Plan für mich. Hilfe du mir, führe du mich, leite du mich, offenbare du mir das, was du für mich vorgeplant hast, damit ich da drin wandle. Lass unsere Stimme erheben. Lass uns anfangen zu beten. Vater, im Namen Jesus, wir stehen heute vor dir und wir beten. Vater, wir haben erkannt, dass du einen Weg für uns gebahnt hast. Wir haben erkannt, dass es einen Weg gibt, dass es einen Plan gibt. Wir haben erkannt, dass sogar bevor wir geboren wurden, hast du für uns schon den Pläne vorbereitet. Vater, wir wollen dir danken für die Familie. Vater, wir wollen nicht danken aus Blindheit oder weil wir dumm sind, aber wir erkennen, dass du es erlaubt hast, du es geplant hast, dass wir durch diese Familie kommen. Und deine Gnade ist zur Verfügung gestellt worden, um zu werden, was wir sein werden, egal wie die Umstände ist, womit wir geboren sind, egal wie die Situation ist, in der wir uns jetzt befinden. Und wir danken dir auch, weil dein Blut fließt für uns und deine Vergebung ist zur Verfügung gestellt. Auch wenn wir falsch gelaufen sind, auch wenn wir weggegangen sind, wir können zurück zu dir kommen und sagen: Papa, erbarme du dich unser, halte uns fest, trage du uns und bringe uns. Wir wissen, dass es einen Segen gibt, dass wir gesegnet sind und unser Segen ist fest geankert, kann nicht geklaut werden, aber durch dich, durch die Leitung des Geistes, durch die Führung des Geistes, durch die Hilfe des Geistes, werden wir zu diesem Segen kommen und können wir das auch sagen, wie es bei Abraham war, dass wir nicht nur den Segen haben werden und Menschen werden, sondern auch durch uns gesegnet werden. Vater, wir wissen, dass du auf uns zählst. Du zählst auf uns. Du rechnest mit uns, das zu erleben. Du rechnest mit uns, dass wir deinen Weg gehen. Du rechnest mit uns, dass wir in deinem Willen leben. Und wir beten heute als Individuum, als eine Familie, dass wir den Weg des Glaubens nicht verlieren. Jesus Christus, wir kennen dich heute als unser Herr und wir bitten: Leite du uns, hilfe du uns, regiere du in unserem Leben, zerstöre, was zerstört werden soll, hilf uns und befreie uns von allen Dingen, die uns wegziehen von dir, sondern gib uns ein frisches Herz, ein Herz der Demut, ein Herz des Suchen. Lass uns verstehen, wie wichtig Gebet ist, dass wir regelmäßig im Gebet bleiben, damit wir nicht weglaufen, sondern dass durch Gebet du wirst uns lenken, du wirst uns lenken, du wirst uns lenken, den richtigen Weg. Vater, wir danken dir. Jesus, wir preisen dich. Vater, wir loben dich. Gelobt ist dein heiliger Name. Vater, wir danken dir. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Vater, danke nochmal. Und bitte lass uns weiterhin im Glauben bleiben. Gott hat einen Plan. Und je schneller wir diesen Plänen verstehen, desto herrlicher wird unser Leben sein. So, einen schönen Abend noch und Gott segne euch. Shalom. Amen.